Hallo und willkommen zu unserem heutigen Topspiel bei Lars Gaming im UEFA Cup. Mann, den gibt es ja nicht mal in der Europa League, im Finale, Marseille gegen Atletico Madrid. Und ich bin mal gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt 1-0 steht. Atletico führt 1-0. Nach 2 Minuten, so schnell geht das. Ja, vielleicht ein bisschen früh, würde ich sagen. Griezmann macht das 1-0 nach 2 Minuten. Und das ist mal ein Auftakt nach Maß für Marseille, für Atletico. Marseille muss jetzt schauen, dass sie hier nicht unter die Räder kommen. Von daher kann es nur noch ein gutes Spiel werden. Entweder unser Freund Griezmann hier schießt Marseille in Grund und Boden oder Marseille kommt zurück. Wir lassen uns überraschen. Aber Marseille war die letzten Spiele auch gegen Salzburg jetzt nicht besonders gut, finde ich mal. Hatten am Anfang besser gespielt. Und jetzt sind wir halt eben mal gespannt. Für mich allerdings sowieso klarer Favorit Atletico Madrid. Aber man lässt sich natürlich gerne eines Besseren belehren. Sah. Und natürlich wie immer die Namen. Ich kann und kenne sie nicht alle. Und wenn ich sie falsch ausspreche, dann tut es mir leid. Nehmt es mir nicht übel. Die, die ich gar nicht aussprechen kann, lasse ich auch weg. Amavi, sowas geht noch. Guck. Also von Atletico die Namen habe ich auf jeden Fall besser drauf wie von Marseille. Außer den jetzt. Korea. Und der Ball kommt an. Na, da rennen sie sich ein bisschen fest im 16er. Payet. Aber Marseille mit schweren Fehlern im Aufbauspiel. Und Da Costa mit dem Versuch, das wird aber Eckball geben. War, glaube ich, abgefälscht. Oder? Doch. In der 14. Minute der erste Eckball für Atletico Madrid. Kopfball, aber der geht nicht genau aufs Tor. Keine Gefahr aktuell bei diesem Eckball für das Tor der Marseille. Ja, und Atletico war meiner Ansicht nach eh von Anfang an schon der Favorit hier. Wobei es gegen Arsenal dann kritisch geworden ist, wo der Spieler und der Trainer vom Platz geflogen sind. Aber haben sich dann das Unentschieden erkämpft und damit den Weg ins Finale geebnet. Hätten sie da verloren, das Rückspiel ist ja 1-0 ausgegangen, wären sie wahrscheinlich rausgeflogen. Schön geklärt. Aber Marseille bleibt weiter im Ballbesitz oder auch nicht. Na, Atletico wirkt doch etwas frischer wie Marseille, aber seit dem 1-0, seit 20 Minuten knapp, ist vorne nicht mehr viel passiert. Aber vielleicht jetzt mal Marseille. So nicht. Ja, da haben sie uns mal schön angefüttert am Anfang. Boah, geiles Spiel, fallen viele Tore. So nicht. Wollt alle nur, dass ihr dabei bleibt. Aber vielleicht jetzt mal Griezmann. Entschuldigung. Der Kommentator ist ein wenig müde. Griezmann auf. Immer noch Griezmann. Er will den Ball nicht mehr hergeben. Aber jetzt Costa. Ah, da steht keiner. Und jetzt wieder Griezmann. Saul. Guck. Na, hätte er vielleicht besser geschossen. Wäre dann vielleicht die bessere Alternative gewesen.
Na, aber das hier, was von Marseille heute kommt, ist wirklich nicht viel. So, jetzt über rechts Atletico. Aber der Ball auch zu unpräzise. So, das Spiel nach vorne ist bei beiden noch ein bisschen verwurstelt. Mir fällt gerade das hochdeutsche Wort nicht ein. Auf jeden Fall nach vorne beide sehr nervös. Fehlpässe, wobei Atletico noch geht. Marseille ist heute nach vorne eigentlich gar nicht vorhanden. Ich glaube, die haben nach vorne mehr Fehlpässe gespielt, wie sie Pässe gespielt haben. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Es steht ja erst 1-0 für Atletico, von daher. Oh, wow. Da Luis. Die ersten Spieler machen sich warm und es geht gleich auf die Halbzeit zu. Noch ein paar Minuten sind zu spielen. Und beide Teams gehen es doch hier recht gemütlich heute an. Aber dann so Aktionen, also nach vorne wollen sie es anscheinend nicht. Ist heute der Wurm drin nach vorne. Ich hätte gedacht, wir sehen besseren Fußball aktuell. Auf jeden Fall mal von Atletico. Naja gut, sie müssen im Moment nicht mehr machen, weil Marseille nicht stattfindet, aber ja. Naja. Wir haben ja noch eine Halbzeit und die kann besser werden. Die kann allerdings auch schlechter werden. Ich hoffe es zumindest mal nicht. Aber ein paar Tore wären nicht schlecht. So, jetzt wieder nichts. Die warten und warten und warten und der Ball ist weg. Aber jetzt ist der Halbzeitpfiff da. Wir gehen in die Halbzeit. Atletico führt 1-0 gegen Marseille. Der Torschütze Griezmann in der zweiten Minute. Und jetzt schauen wir uns mal die Statistiken an. Und ja, die sagt alles deutlich. Marseille noch nicht einen Schuss. Atletico jetzt auch nicht um Welten besser mit ihren vier. Aber bei dem einen, der aufs Tor ging, war ja immerhin drin. Ne? Ballbesitz Atletico ein bisschen besser. Bei der Passgenauigkeit auch. Ja. Und da würde ich mal sagen, sind wir mal gespannt, wie es in Halbzeit 2 weitergeht. Welche Teams jetzt hier den richtigen Kick von ihren Trainern bekommen haben. Wer kommt, wer geht. Und vor allen Dingen, wer sich heute den Euroleague-Pokal holt. Oder Europa League. UEFA Cup war eigentlich am einfachsten. Man musste es natürlich ändern. Jetzt sind wir halt eben in der Europa League. So. Wir haben übrigens noch gar kein Foulspiel gesehen. Ein sehr faires Spiel heute. Auch wenn die Fans hier am Pfeifen sind. Wegen dieser Aktion. Ja, vielleicht jetzt mal das gleiche wie in der Halbzeit 1. Geht's nach vorne, kommt der Fehlpass. Wer kennt es nicht? Aber vielleicht jetzt Atletico. Griezmann. Ja, die sind alle zu eigensinnig, aber vielleicht mal jetzt. Schöner Pass, Schuss und Tor. Es geht doch, Leute, es geht doch. Warum nicht gleich so 2-0 Atletico Madrid? Ein schönes Passspiel, schöne Passstaffette. Gabi macht das 2-0. Und so schnell ist die Marseille Abwehr ausgetanzt. Und wieder sehr früh das Tor. Ich hoffe, dass jetzt Marseille nicht wieder den Gang zurückschaltet. Das wäre dann nicht so cool. Aber warten wir mal ab. Schön gemacht, schönes Passspiel, schönes Tor. In der 53. Minute Gabi mit dem Tor, wie man so ausspricht. Aber ich wüsste nicht, wie man sonst aussprechen sollte. Jermaine.
Ja, jetzt ist natürlich Marseille richtig gefordert, aber. Oh, vielleicht jetzt. Oh, Foul. Was ist jetzt? Atletico wechselt. Partey kommt für Saul. Ich mache heute Partey. Naja, wird kein böses Foul gewesen sein. Aber vielleicht mal die Chance für Marseille. Aber ja, es ist wie es ist. Oh, mal zwei Pässe am Stück. Und jetzt, oh, nicht schlecht, aber der Abschluss zu ungenau. Aber immerhin, es klappt doch. Und die Fans huldigen das auch. Es gibt Applaus. So, jetzt wieder Marseille, Payet, Gustavo, Germain, Payet. Ja, warum? Aber immerhin erkämpfen. Aber abseits. Aber Marseille zeigt so langsam mal, dass sie auch noch da sind. Kamara kommt jetzt für Akuisa bei Marseille und bei Atletico kommt Vitolo für Correa. Ja, Marseille zeigt jetzt auch mal, dass sie da sind. Germain wird als verletzt angezeigt. Ich hoffe, es ist jetzt keine schlimme Verletzung und er kann weiterspielen. Wobei, so wie sie im Moment heute hier auftreten, wird er wahrscheinlich besser rausgehen. Von Marseille kommt heute nicht viel. Leider. Germain, hier ist der Mann. Germain. Ah, was jetzt? Abseits. Sind wir gespannt. Der Pass kommt genau jetzt. Ja, dann kann man schon abseits pfeifen. Hauchdünner, aber abseits. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Wäre aber eh nichts geworden, von daher nicht so tragisch. So, jetzt wieder mal Atletico. Über Cook. Luis. Oh, jetzt müsste die Flanke kommen. Der Pass kommt. Oh, da kommt der Torwart noch dran. Aber Atletico weiterhin im Ballbesitz. Partey. Ja. Verliert den Ball. Aber Marseille verliert ebenfalls. Cook. Luis. Luis. Jetzt müsste die Flanke kommen. Die Flanke kommt, aber zu nah auf den Torwart. Die hat er. Mandanda hat den Ball. Ja, musste heute leider zweimal hinter sich greifen. Aber Atletico heute doch eine Nummer zu hoch für Marseille. Und das eigentlich vor heimischem Publikum. Das Finale ist ja in Frankreich. Jetzt kommt Sanson für Payet. Übrigens habe ich immer noch den gleichen Ärger wie immer. Falls jemand die Idee hat und weiß, wie das geht. Oh, jetzt faul. Oben links steht ja immer Freundschaftsspiel. Kann man das irgendwie ersetzen? Wenn man das Spiel also simulieren lässt? Oder ist das nicht möglich? Ich habe bis jetzt noch keinen Weg gefunden. Irgendwie stört es mich halt eben. Aber falls da jemand Ideen oder Tricks hat oder weiß, wie das geht, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Nur mal nebenbei. So, jetzt geht es aber hier weiter. Ja, der Angriff der Marseille verpufft hier. Im bis jetzt gar nicht mal so schlecht spielenden Abwehrbollwerk der Atletico-Spieler. Aber in Halbzeit 2 Paris, sage ich schon, Marseille auf jeden Fall einen Ticken besser. Zwar noch nicht so gut, aber sie zeigen doch ab und an mal, dass sie Fußball spielen können. Jetzt kommt Torres für Griezmann in die Partie. Ja, Griezmann hat seinen Soll gemacht, sein Tor geschossen. Hier die Fans sitzen hier richtig klasse. Aber vielleicht mal jetzt. Ein Ehrentreffer müsste doch drin sein. Na, leider nicht. Leider Gottes nicht. Es sind noch 5 Minuten zu spielen und aktuell sieht es schwer danach aus, dass Atletico die Euroleague gewinnen. Aber vielleicht jetzt.
Chance, aber Oblak hat den Ball. Schade, den Ehrentreffer hätte ich Marseille jetzt doch gegönnt. Vitolo. Ja, der rennt sich auch fest. Ja, vielleicht kriegen sie es ja tatsächlich noch hin. Oder auch nicht. Ja, wie gesagt, das Passspiel sollten sie jetzt doch mal nach der Saison ein bisschen üben. Klappt nicht so ganz bei Marseille. Es gibt noch 3 Minuten Nachspielzeit, aber normalerweise dürfte es das gewesen sein. Wenn jetzt kein Wunder passiert, davon gibt es ja welche, aber hier heute nicht. Atletico Madrid gewinnt 2:0 gegen Marseille und gewinnt somit die Europa League. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wenn auch nicht das beste Spiel von Marseille oder auch Atletico, aber Atletico gewinnt 2:0, erfüllt seinen Dienst, gewinnt den Pokal. Und ich bin davon ausgegangen, auch schon am Anfang, dass sie es machen. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich im Champions League-Finale wieder bei Las Gaming, bei unserem Topspiel. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dann. Ciao, ciao.